Willkommen zum Malabar Küche. In diesem Video sehen Sie die Zubereitung einer der beliebtesten Dessert-Spezialitäten von Kerala, Palada Payasam, auch Palada Prathaman genannt. Sie brauchen nur wenige Zutaten, der Kochvorhang ist einfach und es schmeckt sehr fein. Zuerst sollte das Wasser in einem breiten Topf aufgekocht werden, damit später die Milch nicht am Boden anbrennt. Nun die Milch dazugeben und zum Kochen bringen. Dann die Hälfte des Zuckers hinzugeben und die Hitze herunterdrehen und weiter kochen, bis die Milch auf die Hälfte reduziert ist. Gelegentlich umrühren. Es dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten, um die Milch zu reduzieren. Und mein Herd war durchgehend auf Stufe 5 von 9. Die Zeit ändert sich je nach Milchmenge und dem Herd. In der klassischen Palada werden Reisnudeln, auch Ada genannt, verwendet. Da Reisada in Deutschland nicht so oft verfügbar ist, ersetze ich diesen durch Weizennudeln. Hier habe ich ungefähr 65 Gramm gehackte Nudeln genommen. Diese Nudeln werden mit Salz und Speiseöl gekocht. Sie müssen sehr, sehr weich, fast matschig gekocht werden. Später wird es fest, wenn es zu gezuckerter Milch hinzugefügt wird. Die gekochte Ada abziehen und unter fließendem Wasser abspülen. Die Milch ist auf die Hälfte reduziert. Weich gekochte Ada in die Milch geben, zusammen mit dem restlichen Zucker und gut umrühren. 15 bis 20 Minuten bei niedriger Hitze kochen, bis Ada Milch und Zucker aufnimmt. Das ist die gewünschte Konsistenz. Der Herd ausschalten und den Topf vom Herd entnehmen, weil Palada wird dicker beim Abkühlen. Nun wird Kardamom mit etwas Milch vermischt, um Klümpchenbildung zu vermeiden. Und wird zu Palada gegeben. Leider beim Videoaufnahme habe ich vergessen, meinen Topf aus dem Herd zu nehmen und mein Palada ist etwas dicker geworden. Aber das ist okay, weil es gleich gegessen wird. Zum Schluss etwas Ghee hinzufügen und verrühren. Sie brauchen viel Zeit für die Zubereitung, aber es lohnt sich, weil es als feinste Delikatesse herauskommt. Nach 10 Minuten kann der Palada serviert werden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!